Wo ist mein Fischbrötchen? Wo ist mein Fischbrötchen? Und damit willkommen zurück zu The Sinking City, Leute. Wir suchen gerade Professor Cavendish auf, der wohl für den mutmaßlichen Rizin-Giftanschlag verantwortlich ist. Aber ich denke mal, das ist ziemlich offensichtlich. Haben Sie ein Problem? Du bist mir genau in den Weg gelaufen. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ja, und das ist wohl die Straße, in der er wohnt. Zumindest haben wir das über das Register rausbekommen. Ja, da bin ich mal gespannt, was der so zu sagen hat. Die sehen noch gut aus, die Gebäude. Andererseits, naja, da vorne beginnt schon wieder das Wasser. Ist also nur eine Frage der Zeit, bis das ganze Mauerwerk hier, aufgeweicht ist. Beziehungsweise alles verschimmelt. Und dann kannst du hier auch nicht mehr wohnen. Aha, da sind wir ja. Cavendishs Wohnung, das war richtig. Sehr gut. Da bin ich mal gespannt, was wir hier rausfinden. Die Tür gibt nicht nach. Hallo? Jemand zu Hause? Die Tür gibt nicht nach. Nee. Er wohnt ja auch im zweiten Stock, richtig. Ein Kinderwagen? Och nö, nicht schon wieder. Tote Kinder, ich mag sowas nicht. Zettel vom Kinderwagen. Wenn Sie ihn wollen, nehmen Sie ihn. Kostet nichts. Oh je. Oh je, oh je. Ist das Kind vielleicht... Ich meine, er ist ja geschieden. Hat die Frau das einfach mitgenommen? Ich nutze mal meine unwiderstehlichen Talente zur Türöffnung. Oh, zumindest Türen können meiner Schaufel nicht widerstehen. Was haben wir denn hier alles? Was denn? Zettel? Dem Staub nach zu urteilen, wurde dieser Ring schon lange nicht mehr getragen. Warum liegt er hier herum? Ist das sein Ehering vielleicht? Hat er den ja abgelegt? Oh, das Kind. Ich will gar nicht wissen, was das Kind für ein Schicksal hat. Das ist immer gemein. Die haben hier keine sehr hohe Lebenserwartung, glaube ich. Na, was ist da denn hinter? Soll ich erstmal... Aha, ich gucke mich erstmal hier um. Oh. Was? Was war das? Und nicht, dass der jetzt nach Hause kommt, ich muss ihn töten, so wie es schon oft der Fall war. Das ist echt gemein. Aber gut, die waren meistens ja auch irgendwie böse. Dieser Cavendish hat eifrig nachgeforscht. Und letztendlich dreht sich alles um den EOD. Vielleicht gibt er denen ja die Schuld, dass seine Frau ihn verlassen hat. Vielleicht ist es sogar Anna, seine Frau. Ganz ehrlich, wer weiß. Zeitungsausgabe März. Es werden immer mehr. Mehr und mehr Menschen in Oakmont verschwinden spurlos. Unter den Einheimischen macht sich Panik breit. Sehr überwiegend in den Bezirken The Shells, Salvation Harbor und Grimhaven Bay Menschen verschwinden. Seit überwiegend, genau. Captain Caleb Lyons von der Oakmonter Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise deuten auf eine Verbindung zwischen den vermissten Fällen und der Wohltätigkeitsorganisation EOD hin, die sich seit kurzem vor allem unter den ärmeren Teilen der Bevölkerung zunehmender Beliebtheit erfreut. So. Ja, so Lyons. Die meisten Vermissten haben sich entweder der Organisation angeschlossen oder von ihr Almosen erhalten. Wer sachdienliche Hinweise hat, möge sich bitte an die Polizei wenden. Der Chronicle rät seinen Lesern, verdächtige Neuankömmlinge zu meiden, vor allem wenn es sich dabei um Innsmouther handelt, und in den Abendstunden nicht aus dem Haus zu gehen. Bleiben Sie wachsam. Ja, das ist schon so ein bisschen... Einerseits, wie gesagt, ihr wisst, was ich von den Innsmouthern halte, andererseits kann man es auch als Volksverhetzung bezeichnen, wenn man die schon gleich so als Sonderlinge brandmarkt. Oh, das hatten wir auch noch. Zeitungsausgabe Februar. Aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Innsmouthern herrscht im Bezirk The Shells Unruhe. Die Ursache dafür scheint das Verschwinden mehrerer Frauen zu sein, wobei Einheimische eine Gruppe Innsmouther dafür verantwortlich machen. Okay. Wie gesagt, ich habe noch keine Frau gesehen, die ein Fischmensch war. Die Polizei von Oakmont setzt ihre Ermittlungen unvermindert fort, hat bisher jedoch keine Hinweise, die zur Aufklärung der Vermisstenfälle führen könnten. Einer Quelle aus dem Bezirk The Shells zufolge wurden Spuren von Fischschuppen und Seetang am Wohnort mehrerer Vermisster gefunden, was vermutlich zu den besagten Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Innsmouthern geführt hat. Oh je. Oh je, oh je. Das sind halt... Es ist kein guter Weg hier. To-Do-Liste des Professors. Westerbrook ist für gewöhnlich um 14:30 zu Mittag. Seife beschaffen. Anna treibt sich immer auf dem Fischmarkt herum. Sie sollte nichts mitbekommen. Neue Ladungen Fisch werden alle 2 Tage geliefert. Eine Unze pro Kiste sollte genügen. Die Wache verbringt nachts die meiste Zeit im ersten Stock. Überlegen, wie ich den Verdacht von Professor Westerbrook ablenken könnte. Ich will nicht, dass er in Schwierigkeiten gerät.
Ich darf nicht vergessen, die Flasche zurück in den Lagerraum zu bringen. Über Plan B nachdenken. Okay. Warte mal, Anna. Ich meine, gut, sie ist die Anführerin des IOD. Aber ist sie vielleicht wirklich doch seine Ex? Wer weiß. Oh, Entschuldigung, mir ist meine Schaufel ausgerutscht. Was ist das denn? Leerer Bildrahmen? Ah, okay. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Entweder ist sie tot oder er hat es einfach aufgegeben. Oder vielleicht ist sie für ihn ja tot. Du wirst den höheren Zweck niemals begreifen. Oh. Mein Kind trägt den Segen der See. Ich verlasse dich, George. Oh nein. Das ist wirklich Anna und ihr Kind? Das ist Anna, oder? Ja, die Frisur. Und ihr Kind ist ein Fischkind? Oh nein. George, ich kann so nicht mehr weiterleben. Es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Oh je. Es interessiert mich nicht, was dein verfluchter EOD-Kult verlangt, Anna! Ich dachte, das Kind ist von mir. Von mir! Oh nein. Okay, dann wollen wir mal sehen. Der arme Kerl, hat sie sich von so einem Insmouther schwängern lassen? Es interessiert... George, ich kann so nicht mehr... Du wirst den höheren Zweck niemals begreifen! Mein Kind trägt den Segen der See! Ich verlasse dich, George! Ah nee, dann war das hier eins. George, es interessiert mich! Du wirst den höheren Zweck niemals begreifen! Mein Kind trägt den Segen der See! Ich verlasse dich, George! George Cavendish hatte eine Frau namens Anna. Sie bekam ein Kind, das nicht von ihm war, sondern den Segen der See trägt. Und vom EOD eingefordert wurde. Dies führte dann zur Trennung. Oh, ist das böse. Bäh. Schlechter Zeitpunkt für einen Anfall. Oder eine Vision. Ach du Scheiße. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Beruhigen Sie sich. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Im Augenblick sind Sie jemand, der in mein Haus eingebrochen ist. Ich hoffe, dafür gibt es eine gute Erklärung. Ja, Anna schickt mich. Ich meine, das wird ihn nicht beruhigen? Nein, Cavendish. Sie sind derjenige, der jetzt besser eine gute Erklärung haben sollte. Warum haben Sie den Fisch im Lager des EOD vergiftet? Und lügen Sie mich ja nicht an. Oh, tut mir leid. Sind Sie jetzt verärgert? Dann haben wir etwas gemeinsam. Und glauben Sie mir, mein Ärger reicht sogar für zwei. Wie können Sie es wagen? Ich werde nicht zweimal fragen. Wenn Sie nicht antworten, lasse ich meine Waffe sprechen. Schon gut. Ja, ich habe es getan. Aber dafür gab es einen guten Grund. Letzten Endes hat es mit Anna zu tun. Was hat Anna mit all dem zu tun? Ach komm. Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, ist sie... war sie. Meine Frau. Aha. Langsam ergibt das alles einen Sinn. Der EOD hat sie mir weggenommen. Angefangen hat es mit dem kostenlosen Fisch. Wir alle hatten damals wenig zu essen. Aber dann haben sie mit ihrem Unfug über die wohltätige See und den höheren Zweck Gehirn gewaschen. Anfangs habe ich darüber hinweggesehen, doch dann... wurde sie schwanger. Ja. Zuerst war ich ganz aus dem Häuschen. Aber eines Tages kam diese Schlange zu mir und gestand mir, dass das Kind nicht von mir ist. Sie sagte, es trage den Segen der See. Das... der EOD es so verlangte. Der Teufel soll sie alle holen.
Das war einfach zu viel. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Welchen guten Grund könnte es geben, unschuldige Menschen zu vergiften? Sie wissen doch, dass der EOD Essen an die Bedürftigen verteilt, oder? Genau das ist das Problem. Denn sie tun es nicht der Wohltätigkeit wegen. Sie wollen ihren Einfluss vergrößern und neue Mitglieder gewinnen. Einige dieser Initiaten, wie sie sie nennen, verschwinden spurlos. Und nicht nur sie. Auch normale Leute werden verschleppt. Und was soll da der vergiftete Fisch bringen? Wissen Sie, nicht jeder in der Stadt ist vom EOD begeistert. In der Bevölkerung regt sich Widerstand. Unter den Reichen wie auch unter den Armen. Die Nachricht, dass der Fisch des EOD vergiftet wurde, sowie mehrere Zwischenfälle, könnten so viel Angst und Argwohn erzeugen, dass der EOD zu Fall gebracht wird. Aber du weißt schon, dass Giftmord nicht wirklich was Besseres ist als das, was die machen. Ich meine, die bringen sie wahrscheinlich subtiler um, aber du vergiftest den Fisch und die Leute sterben auf grausamste Art und Weise. Da wird vielleicht auch Magenverstimmer was bringen, dass die vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, aber nicht gleich auf solche grausame Art und Weise sterben. Das ist total hirnrissig. Mann. Es muss doch einen anderen Weg geben, mit dem EOD fertig zu werden. Wenn die Verbrechen des Ordens so offensichtlich sind, warum gehen sie nicht einfach zur Polizei? Diese Halunken vom EOD können sich wie Aale aus allem herauswinden. Und bei Kauil. Sie wissen, wie man ein blitzsauberes Image pflegt. Dennoch war ich bei der Polizei, aber dort hat man mir nicht geholfen. Und an die Öffentlichkeit zu gehen oder den Orden sogar vor Gericht zu zerren, wäre reiner Selbstmord. Tja. Und wie soll es weitergehen? Ich wurde unterbrochen und konnte mein Werk nicht vollenden. Der EOD erhielt eine frische Ladung Fisch. Aber jetzt sind sie natürlich gewarnt und bewachen das Lager aufmerksamer. Mir ist bewusst, dass ich eigentlich nicht in der Position bin zu fragen, Mr. Reed. Aber nachdem Sie jetzt meine Sicht der Dinge kennen, würden Sie mir helfen? Was? Meinst du, ich vergifte jetzt den Fisch für dich? Was meinte sie mit Segen der See? Was glauben Sie denn, warum die Menschen das Innsmouth-Syndrom haben? Weil sie aus Innsmouth stammen? Dieser verfluchte Ort hat damit nichts zu tun. Die Innsmouther sind das Resultat einer Kreuzung aus Menschen und Monstern. Meereskreaturen, die tiefe Wesen genannt werden. Sie holen sich unsere Frauen und beschmutzen sie mit ihrem Samen. Und dann bringen die Frauen degenerierte Säuglinge mit Fischgesichtern zur Welt. Alleine das wäre ja nicht so schlimm. Also, man darf ja nicht über jemanden anhand seines Aussehens urteilen. Ich weiß, das habe ich jetzt schon getan, indem ich diese Innsmouther ein bisschen, ja, schon auf Verdächtige. Aber wie gesagt, wenn ihr wisst, was in Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth passiert ist, da würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, weil die sind allesamt sehr fanatisch und sehr, ja, wie soll ich sagen, naja, schaut es euch gerne nochmal an. Also ihr werdet dann wahrscheinlich ein anderes Blick, so ein anderes Bild haben auf diese Leute. Wo haben Sie all diese Informationen über den EOD her? Als Anna weg war, hatte ich nichts mehr. Außer viel Zeit, um die Innsmouther und den EOD mitsamt seiner Geschichte zu studieren. Der EOD ist eine alte und mächtige Organisation. Zum ersten Mal findet der EOD in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Innsmouth Erwähnung. Und zur selben Zeit tauchten auch die ersten Menschen mit dem Innsmouth-Syndrom auf. Das wird kein Zufall gewesen sein. Natürlich nicht. Und der EOD ist unwahrscheinlich reich. Zum rasanten Aufstieg der Familie Blackwood kam es bereits kurz, nachdem sie dem EOD beigetreten war. Also nochmal, das ist ein Weltuntergangskult, ja? Also die wollen nicht nur irgendwie so hier über Oakmont herrschen, die wollen die ganze Welt und alle, die andersartig sind, eigentlich vernichten und töten. Also komplett ausschalten, die Menschen. Das ist mehr als eine Pandemie. Es ist der Aufstieg der Fischmenschen. Naja, eigentlich verdient er wirklich den Tod. Weil er hat Unschuldige vergiftet. Aber den EOD sollte man ihn nicht schalten und walten lassen, da gebe ich ihm absolut recht. Ich höre mir das erstmal an. Reden Sie weiter. Was soll ich für Sie tun? Kein Giftmord. Vergiften Sie den restlichen Fisch. Das Gift verbreitet sich bereits, aber das reicht nicht. Da der EOD Sie hergeschickt hat, vertraut man Ihnen dort. Daher sollte das kein Problem sein. Mein Spitzel beim EOD berichtete mir, dass Sie gerade eine frische Ladung erhalten haben.
Um die müssten sie sich kümmern. Aber doch nicht Rizin. Nicht mit Rizin, Alter, das ist das Schlimmste. Sie sind verrückt, Cavendish. Sie nehmen das Leid und den Tod unschuldiger Menschen in Kauf, nur um sich an ihrer Ex-Frau zu rächen. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Und dafür werde ich auf der Stelle sorgen. Nein. Nein. Sie verstehen das nicht. Es geht hier nicht darum. Es geht hier nicht darum, dass du dich rächst, sondern darum, dass du Unschuldige vergiftest, und das kann ich nicht zulassen. Kann ich leider nicht zulassen. Wie gesagt, der EOD ist vielleicht gefährlich, aber ich werde nicht weiter deine Giftattentate hier durchführen. Das kannst du mal ganz schön knicken, mein Freund. Ich habe George Cavendish getötet. George Cavendish ist tot. Ich habe ihn getötet. Ich muss zurück zum Fischmarkt und mit Anna reden, damit sie ihren Teil der Abmachung erfüllt. Ja, damit habe ich wahrscheinlich auch mit jetzt den Untergang dieser Stadt hier eingeleitet. Aber was willst du machen? Ich sag ja, ich töte keine Unschuldigen, nicht durch Gift. Der Fisch, oder der vergiftete Fisch war Sabotage. Ja. George Cavendish hat den EOD sabotiert. George Cavendish hat die Fischvorräte vergiftet, um die Wohltätigkeitsarbeit des EOD zu sabotieren. Wie gesagt, es ist, der EOD ist auch höchst fragwürdig, aber ich werde nicht die unschuldigen Menschen von Oakmont vergiften. Der EOD leistet nicht nur gemeinnützige Arbeit, sondern ist ganz sicher auch in dunkle Machenschaften verwickelt. Oh ja, das ist er wohl. Und die Wache hat Angst vor Anna und er fordert ein Kind von Anna, der EOD. Anna Cavendish ist dem EOD treu ergeben und wird jeder Anweisung ohne zu zögern folgen. So, daraus schließen wir. Ein verzweifelter Retter. Oder ein Psychopath. Cavendish ist verzweifelt, seit der EOD ihm seine Frau nahm. Er will andere vor demselben Schicksal bewahren. Mit Retten hat das nichts zu tun. Das ist, also wie gesagt, das ist Massenmord. Ab wann zählt Massenmord? Ich weiß gar nicht. Aber es sind wahrscheinlich schon viele jetzt auf seinem Kerbholz gelandet. Er ist ein Psychopath, der nicht davor zurückschreckt, den Tod Unschuldiger in Kauf zu nehmen. Absolut. Eine skrupellose Lügnerin. Anna Cavendish verheimlicht die zwielichtigen Ambitionen des EOD, die Macht in der Stadt an sich zu reißen. Und sie leistet ehrliche, wohltätige Arbeit für die Bürger Oakmonts im Namen des EOD. Nein, sie ist eine Lügnerin. Das ist alles hier korrupt und scheiße. Warte mal, habe ich jetzt alles? Nein, ich habe noch nicht alles gefunden. Die Gedankenspiele. Da ist doch nichts mehr. Die sind beide nicht ganz sauber gewesen, sage ich euch. Ah, das mache ich dann gleich, wie gesagt. Gibt's hier noch was? Ich habe doch alles. Dieser Cavendish hat eifrig nachgeforscht. Und letztendlich dreht sich alles um den EOD. Ich muss mich jetzt für eine Seite entscheiden, oder was? Soll ich das jetzt, sehe ich das richtig? Ich muss mich jetzt dafür entscheiden, dass ich einen als Wohltäter und den anderen als Lügner hinstelle? Ja, echt jetzt? Ich kann doch nicht... Anna Cavendish will der Stadt helfen. Ich sollte Anna Cavendish dabei helfen, den Giftmörder zur Strecke zu bringen und die Stadt vor dem Hungertod zu bewahren. Oder aber... Ja, ich sollte George Cavendish bei seinem Vorhaben unterstützen, den EOD in der Stadt zu Fall zu bringen. Aber das ist doch nicht richtig. Ich muss das jetzt leider wählen. Ich meine, ich habe ihn schon getötet. Ja, ich habe ihn leider schon... Ach Gott, Kinder. Was hättet ihr getan? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Oh, Kleidung. Viele hübsche Kleider, die vor längerer Zeit in eine dunkle Ecke weggesperrt wurden. Das riecht nach einer Familientragödie. Alle Hinweise? Jawohl. Ja, Leute, was hättet ihr getan? Hättet ihr ihn schalten und walten lassen? Ihm sogar geholfen dabei? Euch einfach mal hier mit in die Sache reinziehen lassen? Ich weiß ja nicht, mir erscheint es absolut falsch. Also, ich lasse mich doch nicht hier zum Mordbuben machen von dem Kerl. Das ist... Nee, also, ich meine, es steht uns sowieso nicht zu, uns hier großartig einzumischen. Wobei es wahrscheinlich das Richtige wäre in so manchen Fällen, aber... Zum Mörder, zum Massenmörder lassen wir uns hier nicht machen. Absolut nicht. Das finde ich das Allerletzte, dass er das von uns verlangt hat. Ich meine, er hätte jetzt nicht sterben müssen. Aber es ging wohl nicht anders, schätze ich.
Wären wir jetzt weggelaufen, dann... Pff. Naja. Und hätte ich jetzt mit der Schaufel auf ihn eingeprügelt, hätte ihn das wahrscheinlich auch getötet. Bevor jemand sagt, hey, warum hast du nicht einfach Nahkampf? Dann hätte er vielleicht irgendwann aufgegeben. Nee, was? Ben, bitte, 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 bin. Ich kann es nicht lesen. Oh Mann, es ist... Das Spiel hat so viel schwierige Entscheidungen. Alleine schon das letzte Mal mit Bethany. Das war auch sehr traurig, aber... Ja, verurteilt nicht, sondern fragt euch lieber, wie hättet ihr entschieden? Das ist gar nicht so leicht. Ach, hier ist der Fischmarkt. Toll. Sie ist keine Wohltäterin. Sie ist aber auch kein Monster, denke ich. Also... Ebenso wie Cavendish. Der hat auch aus eigenen Ambitionen irgendwie... Oder hatte seine eigenen Motive, sag ich mal. Ja? Das war was Persönliches. Er hat das alles hier mit seiner Frau verbunden, die er geliebt hat, und er wollte ein Kind mit ihr, und dann hat sie ihn betrogen und... Fisch, frischer Fisch. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Kostet Sie keinen Penny. Ich habe den Giftmörder aufgespürt und zur Strecke gebracht. Er wird Ihnen also keine Probleme mehr bereiten. Die See segne Sie, Charlie. Das sind gute Neuigkeiten. Wer war es? Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Es war Ihr Ex-Mann, George Cavendish. Ah. Na, dann hat dieser faulige Fisch endlich bekommen, was er verdient hat. Eiskalt. Auf Nimmerwiedersehen. Aber komisch ist das schon. Hätte ich ihm nämlich gar nicht zugetraut. Er war doch immer so ein Weichei. Eiskalt. Für eine Frau, die soeben erfahren hat, dass ihr Ex-Mann ein Giftmörder war, reagieren sie erstaunlich gefasst. Er bedeutet mir schon lange nichts mehr. Der EOD ist jetzt meine Familie. Und wir dienen einem höheren Zweck, den er nie begriffen hat. Mein Leben hat endlich einen Sinn. Sie haben uns beiden einen Gefallen getan, dadurch, dass Sie ihn von seinem jämmerlichen Dasein erlöst haben. Gute Arbeit, Charlie. Oh Mann. Wie gesagt, wenn es nicht um Unschuldige gegangen wäre bei der Sache, sondern einfach nur den EOD auszuhebeln, nicht alle zu töten, dann wäre ich dabei, aber so nicht. Gut, das Thema wäre also erledigt. Und jetzt sagen Sie mir, wo ich Ihren Obermacker finden kann. Und zwar sofort. Warum so ruppig, Charlie? Ich stehe zu meinem Wort. Gehen Sie ins Untergeschoss des Fischmarkts. Es ist ganz in der Nähe. Dort finden Sie einen Innsmouther namens Maurice. Sagen Sie ihm, dass ich Sie geschickt habe. Dann bekommen Sie Ihre Antworten. Na also. Nee, wirklich. Schreibt mir mal gerne dazu, was ihr getan hättet. Hättet ihr ihm geholfen? Oder hättet ihr das getan, was ich gerade gemacht habe? Ich habe ja schon gesagt, das war jetzt für mich Pest und Cholera. Also ich musste mich für eins der beiden Übel entscheiden und auf diese Weise, ja, haben wir zumindest weitere Unschuldige, also erstmal so offensichtlich unschuldige Todesfälle verhindert. Aber ich sag ja, die Innsmouther, ja, auf lange Sicht ist das auch nicht okay. Ja, wo soll das jetzt sein? Sie sagte doch in der Nähe? Im Untergrund? Ach hier, geht's da runter? Irgendwo? Nee. Ja, auf lange Sicht natürlich werden die sowieso alle Menschen hier töten, die Innsmouther, oder halt konvertieren. Zum Fisch. Zum Glauben des Fisch. Ja, Anna, wo ist das jetzt? Sag mal, wir gucken mal nochmal hier. Anna gestattet es mir, ein hochrangiges Mitglied des EOD aufzusuchen, ein Innsmouther namens Maurice. Ich finde ihn im Untergeschoss des Fischmarkts und muss ihm sagen, dass Anna mich geschickt hat. Was ist denn der? Da geht ja nirgendwo was runter. Habt ihr einen Abgang gesehen? So eine Treppe oder Schacht? Das sind ja mal so kleine Hütchen, aber da kann man sich wohl nur hinsetzen, offensichtlich. Was habe ich denn hier noch für eine Markierung, bitte? Oh. Annas Auftrag. Das Fischlager, ja. Das gibt's doch nicht. Wo geht's denn hier ins Untergeschoss? Jetzt im Gebäude? Irgendwo eine... Hier. Ah, hier ist... Oh, ja. Bin ein bisschen blind. Ich habe ein Fischauge. Das ist alles so gestreckt. Was ist der denn? Ich glaube... Ist das vielleicht eine Falle? Ich traue dem Braten gerade nicht. Wie gesagt, ich glaube auch, sie hat mir da Quatsch erzählt, was das mit dem Lager anging, dass da unten die Folterkammer war. Oh, was ist das? Das Heilung? Ja. Oh, geil. Komm, schön, gib's dir.
Was habe ich denn da für Punkte jetzt? 2 Punkte bei den dritten schon wieder. Ich brauche eine neue Waffe, Kinder. Wird Zeit. Oh, ist er das? Ja. Gesagt hat er dir das, ja. Erstmal schön Beweisfoto. Oh! Nein! Ich wollte doch nur. Ich wollte nur ein Foto von dir machen. Wahrscheinlich hat er was dagegen. Zählt das als Angriff? Wenn ich ihn fotografiere? Das war nur geknipst. Also bitte, ja. Nicht so aggressiv. Das finde ich jetzt mal frech. Lass ich das mit dem Foto halt lieber. Oh ne. Ey, ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Ey, wenn ich das jetzt verhauen habe dadurch. Vielleicht knall ich sie ja sowieso ab. Je nachdem, was der mir sagt, der Typ. Ja, erstmal kotzen. Ach nee, jetzt echt. Nur wollte ich ein Foto? Also bitte. Ich sammle halt. Ich mache gerne Bilder. Was ist das Problem? Da soll keiner mitkriegen, wer die Fäden zieht, hä? Komm bitte nicht wieder schießen jetzt, danke. Hey! Oh, warte mal, vielleicht ist das ja wirklich, vielleicht muss das ja so, ne? Nachricht an Maurice. War das jetzt noch, musste das so passieren, oder was? Töte ihn! Ah! Was, Anna? Du Miststück. Die hat uns verraten. Wir sollten hier drauf gehen. Warum habe ich ihr nur... Warum habe ich ihr vertraut? Also bis zu einem gewissen Grad vertraut. Natürlich, das war abgemacht. Du Ekelhafte. Boah, ich sag dir. Du kommst auf meine Liste der Leute, die ich scheiße finde. Warte nur. Hey, Mr. Reed. Kennen wir uns, mein Freund? Sie kennen mich nicht, aber ich Sie. Und ich weiß, dass Sie nach einer bestimmten Lady suchen. Ich heiße Fred. Sie suchen nach Professor Doe, nicht wahr? Die Wissenschaftlerin, die vom Orden entführt wurde. Ich denke, wir können uns gegenseitig helfen. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, wo sie ist? Nicht so schnell, mein Freund. Ich sagte, gegenseitig helfen nicht. Ich plaudere alles aus. Hat er recht, das hat er gesagt. In dieser Stadt gibt es nichts umsonst, was? Verstehe. Fahren Sie fort. Sie werden es nicht bereuen. Sie konnten sich schon ein Bild von der Stadt machen, nicht wahr? Dann haben Sie einen Vorgeschmack auf das bekommen, was noch bevorsteht. Ich will raus. Aus dem Orden und aus der Stadt. Das Problem ist, dass es deutlich leichter ist, in den Orden einzutreten, als ihn zu verlassen. Bereits der geringste Verdacht bedeutet den sicheren Tod. Ich brauche jemanden, der mich heimlich aus der Stadt schaffen kann. Und das ist dieser Tage alles andere als leicht, mein Freund. Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen dabei helfen könnte. Sie sind doch Detektiv. Hier in der Stadt gibt es Schmuggler, die wissen, was zu tun ist. Finden Sie sie und schon haben Sie mir geholfen. Angeblich kommunizieren Sie über Anzeigen in der Zeitung. Jede Woche taucht eine neue auf, die irgendetwas mit Salvation Harbor zu tun hat. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Interessant. Na gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und dann hoffe ich für Sie, dass Sie nützliche Informationen über den Verbleib der Professorin haben. Ich weiß, wohin sie verschleppt wurde. Ich kann sie dorthin bringen. Aber vorher müssen Sie mir helfen, und zwar schnell, sonst bin ich vielleicht tot, bevor ich Ihnen nützlich sein konnte. Wisst ihr, auf die Weise habe ich die jetzt ausgeschaltet. Hört mal, sie ist nicht mehr da. Natürlich ist sie nicht mehr da. Oh, diese widerliche. Diese widerliche Frau. Oh, ich muss... Okay, ich muss erstmal Bescheid geben. Na Mann. Oh, Anna, ich weiß es. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll mit ihr. Also ich werde sie... Ich meine, sie hat ein Kind, ja, was zwar nicht das von Cavendish ist, aber es ist ihr leibliches Kind und deswegen würde ich sie sowieso schon nicht umbringen, aber ich finde, sie sollte sich dafür verantworten, was sie gerade getan hat. Sie wollte uns nämlich die Mordbuben auf den Hals setzen. Und jetzt ist sie ja das Oberhaupt des EOD. Ach Mann. Leute, das ist grausam hier alles. Alles ist schlecht hier. Alles, was wir entscheiden, ist im Endeffekt so, dass es uns an den Hintern beißt. Aber wenigstens konnte ich den Tod Unschuldiger verhindern. Und vielleicht hält es den EOD ja so ein bisschen auf, dass die oberen, also die, der obere, der Anführer jetzt tot ist. So, wir gucken mal ganz kurz. Ich gucke mal die Bücher machen wir nächstes Mal. Auch wenn er uns jetzt hier so ein bisschen vorgegaukelt hat, es geht um
Zeit und Leben und Tod. Das sowieso, aber die Zeit, die haben wir auf jeden Fall. Ihr wisst ja, wie es läuft in solchen Spielen. Gut, Leute, das war's. Ich beende mal den Part. Danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, schreibt mir, was ihr getan hättet. Hättet ihr den Giftmörder gespielt oder so wie ich? Ich bin wirklich gespannt darauf. Er sieht so aus, als hätte er keinen Bock auf irgendwas davon. Wir sehen uns wieder zu The Sinking City. Es ist so ein geniales Spiel. Ich freue mich, wie es weitergeht. Macht's gut. Tschüss.